Hallo und herzlich willkommen zu AfD persönlich und einer heutigen Sondersendung zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Dafür haben wir uns den Spitzenkandidaten Jörg Nobis zu uns ins Studio geholt, der auch gleichzeitig Direktkandidat im Wahlkreis Segeberg-Ost ist. Herzlich willkommen. Moin moin, wie man bei uns sagt. Ja, moin moin. Herr Nobis, Sie waren ja nicht immer politisch aktiv. Es gab ja auch ein Leben vor der AfD, das sollte man meinen. Sie sind eigentlich von Haus aus Ingenieur für Schiffsbetriebstechnik und Diplomnautiker. Was fasziniert Sie so sehr an dem Beruf? Ja, kommt in der Tat selten vor in der Politik. Wir haben was Anständiges gelernt, bevor wir in die Politik gekommen sind. Was fasziniert mich? Das Gefühl natürlich, auf See zu sein, diese Freiheit, die grenzenlose Weite des Ozeans, das ist einfach toll. Und ich hatte das Privileg, auf schönen Schiffen rund um die Welt zu fahren, und zwar vom Nordpolarmeer bis in die Antarktis, auch die Südsee. Und ich habe da ganz tolle Erinnerungen. Das war eigentlich der beste Job, den ich je hatte. Das ist noch besser als Politik. Ich habe ja auch gelesen, Sie waren erster Offizier auf einem Kreuzfahrtschiff. Und da war da ich ein bisschen neidisch, weil ich dann dachte, okay, das ist ja schon ein schöner Job. Vor allem, man hat dann immer ein wechselndes Publikum, immer gut gelaunte Gäste und man sieht die Welt. Völlig richtig. Es war ein Expeditionskreuzfahrtschiff mit der höchsten Eisklasse. Wir sind also in der Tat ins Packeis gefahren. Ich hatte das große Glück, die Nordwestpassage mitfahren zu dürfen, von Grönland über den Norden Kanadas bis nach Alaska und auch südlich des Südpolarkreises. Da kommen auch die wenigsten hin, fast ins Packeis der Antarktis zu fahren. Und da war alles dabei. Ich habe also wirklich Eisbären gesehen in der Natur. Ich habe Orcas gesehen, alle möglichen Wale und Pinguine und ganz viel Natur, habe gesehen, wie toll der Planet ist. Und da bin ich sehr dankbar für, dass ich das erleben durfte. Die Zeit hat Sie ja bestimmt auch besonders geprägt und man verschafft sich ja auch ein eigenes Weltbild. Wieso haben Sie sich dann dennoch 2013 dafür entschieden, in die AfD beizutreten? Ja, ich war immer offen für andere Kulturen. Ich habe selber über 4 Jahre in Mexiko gelebt. Und ich hatte Deutschland verlassen, wollte eigentlich auch gar nicht wiederkommen. Habe aber immer gesagt, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, dann muss ich irgendwie was ändern. Man muss sich eigentlich politisch einbringen. Das kann ja nicht sein. Das sind so verkrustete Strukturen. 2007 kam ich dann zurück. Da hat sich das dann noch nicht ergeben. Und 2013 hörte ich von der Neugründung der AfD. Und ich war von Anfang an dabei. Bin also schon im März 2013 Mitglied geworden. Und der Gründungsparteitag der AfD in Berlin, das war auch mein erster Parteitag, den ich je erlebt habe. Hätten Sie sich damals ausmalen können, dass Sie quasi 9 Jahre später ein zweites Mal für diese Partei in den Landtag einziehen werden? Nein, überhaupt gar nicht, muss ich wirklich sagen. Also das war auch nicht mein Bestreben. Ich stand fest im Berufsleben und das war auch spannend genug. Ich habe einfach mitgeholfen, meine Freizeit geopfert, wie so ganz viele Tausende in der Partei enthusiastisch dabei. Wir bringen jetzt etwas voran, wir geben uns eine Satzung, wir versuchen einen Kreisverband zu gründen. Wie macht man das überhaupt? Und dann machen wir gleich Wahlkampf. Und klar waren am Anfang auch irgendwie alle enttäuscht, es hat nicht ganz gereicht. Aber wir haben gesehen, da ist Potenzial da. In Deutschland gibt es Potenzial für eine liberal konservative, freiheitlich, patriotische Kraft. Und das haben wir damals schon gespürt. Und wir sind dabei geblieben bis heute, trotz aller Abspaltungen und Weggänge. Und ich glaube, das Potenzial müssen wir heben. Und das ist auch zu heben. Und dann haben wir auch Potenzial bis hin zu 20% bundesweit. Sie haben ja jetzt quasi 5 Jahre auch Landtagsarbeit hinter sich. Was sind denn aktuell so die Themen, die den Leuten in Schleswig-Holstein besonders unter den Nägeln brennen? Ja, es ist vielschichtig. Zum einen natürlich Top-Thema ist immer noch Corona und die Pandemiefolgen, auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir sind sehr touristisch geprägt. Tourismus war nur sehr eingeschränkt möglich oder gar nicht möglich. Unser Ministerpräsident hat vor einem Jahr die Touristen nach Hause geschickt, hat sogar Fahrradfahrer und Hamburger Spaziergänger an der Landesgrenze abgewiesen. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte der Bundesrepublik. Ja, da geht Grenzschutz. Und ja, so nach und nach kommen die Touristen, die Betriebe erholen sich, aber die gesamte Branche leidet doch noch. Von daher hoffen wir jetzt auf einen guten Sommer und dass sich das Klima verbessert für uns wirtschaftlich. Das ist natürlich nicht das Einzige. Wir haben Infrastrukturprojekte in Schleswig-Holstein, die brach liegen, die A20. Sie wird seit 5 Jahren nicht weitergebaut, obwohl es der Ministerpräsident damals versprochen hatte. Wir haben Straßen in einem unheimlich schlechten Zustand. Wir haben die niedrigste fast Elektrifizierungsrate bei der Deutschen Bahn.
von fast allen Bundesländern. Wir haben den Nord-Ostsee-Kanal, der momentan jetzt, da wird ja Geld investiert. Also sind vielschichtige Probleme. Wir haben viel Landwirtschaft noch mit den üblichen Problemen, Nitratbelastung im Grundwasser und unsere Landwirte, die natürlich auch irgendwie an die Wand gefahren sind, weil sie immer wieder Geld in die Hand nehmen, investieren sollen, aber dann sich viele Regularien auch von EU-Ebene ständig ändern und die Milchbauern, wir wissen das, sind deutschlandweit verzweifelt und es trifft auch die Bauern in Schleswig-Holstein. Am 8. Mai ist der große Wahltag. Wie wird die AfD ihren Wahlkampf gestalten in Schleswig-Holstein? Naja, auf allen Kanälen, die uns zur Verfügung stehen. Ich bin heute bei Ihnen, ich werde in anderen Studios sein, ich werde Wahlkampf machen für uns, für unsere Position im Hörfunk. Wir sind auf Podiumsdiskussionen mit der IHK in Schulen. Wir werden versuchen, Veranstaltungen zu machen, sofern uns das möglich ist, unter Corona-Bedingungen. Und dann hoffen wir auf ein gutes Ergebnis. Zum Abschluss, warum müssen es mehr als 7% sein in Schleswig-Holstein für die AfD? Na, ich hoffe, dass es vielleicht sogar 8% werden. Derzeit liegen wir in einigen Umfragen zwischen 8 und 9%. Mein persönliches Ziel ist, die FDP zu überholen, dass wir dort ein bisschen mehr haben. Und es muss so viel sein, weil ich natürlich auch meinen Kollegen Klaus Schaffer auf Listenplatz 6 unbedingt wieder im Landtag haben möchte. Das ist ja auf jeden Fall ein kollegiales Schlusswort. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.